Hey Leute, das Video geht gleich los, keine Sorge. Sag mal, mögt ihr Playmobil Kita-Geschichten? Dann schreibt doch bitte Kita in die Kommentare. Vielleicht können wir dann ja auch mehr coole Ausflüge machen oder so. Habt ihr das gemacht? Oh cool, danke auf jeden Fall. Jetzt geht es auch schon los mit dem Video. Viel Spaß! Hallo Leute und herzlich willkommen bei Pandido TV. Diesmal mit einem Special, die drei besten Ausflüge der Kita Sonnenschein. Viel Spaß dabei! Nummer 1. Ihr wisst doch, dass wir heute einen Ausflug machen wollen. Yay! Aber wohin geht denn der Ausflug, Fräulein Blüte? Haha, ich dachte schon, ihr fragt nie. Heute machen wir einen Ausflug zur Schule. Zur Schule will ich nicht. Mein großer Bruder sagt, das ist doof. Da kriegt man Hausaufgaben auf. Ja, das sagt meine Schwester auch. Da wollen wir nicht hin. Aber Kinder, da müsst ihr irgendwann hin, damit ihr lernen könnt. Mama sagt, Schule macht Spaß. Ich freue mich drauf. Na los, Kinder, macht euch fertig und wir fahren hin. Lasst euch einfach mal überraschen. So, Kinder, das da ist die Playmobil-Grundschule, die wir heute besichtigen werden. Und Frau Knospe wartet auch schon auf uns. Hallöchen, Kinder, ich bin Frau Knospe, die Lehrerin an dieser Grundschule, die auch ihr ab nächstes Jahr besuchen werdet. Und ich werde euch heute ein wenig einführen. Hallo, Frau Knospe. Mit dem Älterwerden gibt es auch mehr Verantwortung für euch. Und eine davon ist der Besuch der Schule. Aber keine Sorge, die Schule besteht nicht nur aus Mathematik und Lernen. Es gibt auch tolle Sachen. Wir machen ja viele Ausflüge, Wandertage, Projekttage und natürlich die Ferien nicht zu vergessen. Nicht wahr, Fräulein Blüte? Oh ja, die waren am besten. Die hat man in der Kita natürlich nicht. Ihr müsst wissen, Kinder, Fräulein Blüte ist ja auch früher zur Schule gegangen. Wir waren früher beste Freundinnen und haben zusammen die Schulbank gedrückt. Aber jetzt setzt euch doch erstmal hin und wir machen eine Probestunde. So, seid ihr bereit, Kinder? Wir fangen mal mit ein wenig Mathematik an. Wer meldet sich freiwillig? Na, möchte niemand freiwillig? Ja, ich. Ich glaube, ich probiere es auch mal. Okay, dann kommt am besten du nach vorne. Wie ist dein Name? Mein Name ist Max. Hervorragend. Also Max, komm nach vorne, dann erkläre ich dir die Aufgabe. Also Max, die Aufgabe lautet wie folgt. Stell dir vor, du hast 5 Äpfel. Du gibst 3 deiner Freunde jeweils einen Apfel ab. Wie viele Äpfel hast du dann noch übrig? Alle Äpfel. Ich werde nämlich keinen abgeben. Na gut, kann ich verstehen. Äpfel sind was Tolles. Aber stell dir vor, du würdest welche abgeben. Wie viele hättest du dann noch? Okay, ich hab da noch genau 2 Äpfel. Richtig, Max. Sehr gut. Das hast du gut gemacht. Also bringt Fräulein Blüte euch doch nicht nur Flausen bei. Okay, dann setz dich am besten wieder hin und wir üben noch ein klein wenig Lesen. Also, lass uns etwas Einfaches vorlesen. Wie ist denn dein Name? Ich bin die Lisa. Okay, Lisa, dann steh doch mal auf, schlag das Buch auf Seite 12 auf und lies einfach mal ein wenig vor. Okay, es war einmal vor langer, langer Zeit. Oh, es ist doch schon so spät. Eieiei. Okay, Kinder, dann erlebt ihr jetzt noch einen der besten Sachen in der Schule. Die große Pause. Also raus mit euch auf den Spielplatz und habt Spaß. Yay! Oh, wie cool, eine Hängebrücke. Oh, gleich nochmal zurück. Wow, wackelig, wow. Tom, jetzt komm endlich, wir wollen noch rutschen. Ist ja gut, ich komme. Kann losgehen. Guck mal, wie hoch das ist. Oh ja, aber umso schneller werden wir auch unten sein. Na gut, ich zuerst. Wuhu. Cool, jetzt bin ich dran. Juhu. Und hepp. Warte, Max, sei vorsichtig, sonst fällst du runter. Und hepp. Beeil dich, lieber Kim. Die anderen sind schon oben und bestimmt schon gerutscht. Nummer 2. Wenn ihr nur beim Aufräumen auch so flink wärt. Naja, dann geht planschen. Ich behalte euch im Auge. Und nicht vergessen, vorher zu duschen. Okay, Frau Blüte. Wer kommt mit mir auf den Wal? Ich komm mit.
Wetter auf den Wal. Kannst du mit? Nee, ich bleib lieber hier unten. Na gut, aber ich. So, Lisa, was wollen wir jetzt machen? Hey, wer war das? Oh. Hey, du Blödmann, das kann ich auch. Warte, warte, ich komm mit. So, ich gehe rutschen. Wir sehen uns unten. Ich versuche mal zu springen. So schwer kann das ja nicht sein. Oh, oh ja, jetzt, wo ich es sehe, es ist mir doch zu hoch. Ich traue mich nicht. Na los, Kim, so schlimm ist es gar nicht. Oh, zack. Ah! So, und jetzt ich. Hui. Markus, das war aber gar nicht nett. Du hast mich einfach runtergeschubst. Ich hätte mir wehtun können. Ja, es tut mir leid. Die Situation hat sich angeboten. Entschuldige. Okay, naja, alles wieder gut. Hey Leute, wie wär's, wenn wir alle zusammen die rote Rutsche runterrutschen? Oh, na klar, aber... Lasst uns auf dem Weg Frau Blütenlass spritzen. Los, Markus, du hast die Spritzflasche. Ihr kleinen Racker hier. Bis später, Frau Blüte. So, Leute, wir treffen uns alle oben. Und los! Yippie! Wuhu! Nochmal! Wuhu! Ich kann's viel besser! Los, Kinder! Raus aus dem Wasser! Wir müssen zurück in die Kita! Aber wir wollen noch einmal springen, Frau Blüte. Und Sie bewerten uns, okay? Na gut, aber schnell jetzt. So, Kampfrichterin Blüte ist bereit. Ich will schöne Sprünge sehen. Teilnehmerin 1, Lisa. Und bitteschön. In Ordnung. Ich komme. Sehr gut, Lisa. Ich gebe dir 7 Punkte für den Sprung. Unser nächster Teilnehmer ist Hiro. Gut, dann passen Sie mal auf, Kampfrichterin Blüte. Hervorragend, Hiro. Der Sprung war gute 7 Punkte wert. Als nächstes springt Kim. Gib alles. Na dann. Oh. Ich glaube, ich traue mich nicht. Ich rutsche lieber runter. Juhu! Kein Problem. Dann kommen wir nun zu unserem letzten Springer. Markus. Okay, ich komme. Aufgepasst. Großartiger Sprung. Ich bewerte den Sprung mit einer 7. Somit haben alle gewonnen. Na los, Kinder, zieht euch um. Wir fahren nach Hause. Danke für den tollen Ausflug, Frau Blüte. Ja, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Nummer 3. Und jetzt wollen wir erstmal prüfen, ob alle da sind. Bitte einmal durchzählen. Rosi Burkhardt, anwesend. Martin Boskowski, anwesend. Tim Folge, anwesend. Angelina Höller, anwesend. Alena Avery, anwesend. Nanu, wo sind denn Chantal Theisen und Celine? Wissen wir nicht. Das ist aber nicht gut. Da müssen wir sie zuerst suchen, sonst kein Schulausflug. Los, Kinder, verteilt euch und sucht sie. Ich guck mal hinter den Bäumen. Ich such da hinten beim Spielplatz. Kommst du mit? Bin dabei. Na gut, dann schauen wir hinter dem Schulplatz.
Chantal! Chantal, bist du hier irgendwo? Hallo? Ah ja, ja, lass mal hier gucken. Vielleicht sind sie auf den Baum geklettert. Meinst du echt, die sind da hochgeklettert? Klar, da kann man sich doch perfekt vor Fräulein Knospe verstecken, oder? Na gut, ich schau mal nach. Nee, du, ich sehe niemanden. Hier ist wohl niemand. Hallo, hallo, Chantal, wo bist du? Nee, du, ich habe alles abgesucht. Hier ist nichts und da oben nicht. Da ist auch niemand. Hihi, so ein süßes Häschen. Ja, aber wir müssen ihm noch einen Namen geben. Oh, ja, ja, ja. Wie wär's mit Minecraft TV? Ja, klingt gut. Lass uns den nehmen. Aha, hier habt ihr euch also versteckt. Oh je, Fräulein Knospe. Alle suchen nach euch, wir wollen los. Ihr wisst doch, dass heute der Schulausflug ist. Wir können das erklären. Wir haben das kleine Häschen gefunden und es findet nicht mehr nach Hause. Ja, genau. Und ich meine, wir müssen irgendwas für ihn tun. Na, das trifft sich gut. Da habt ihr aber Glück, dass wir den Ausflug heute da und dahin machen. Los, nimmt das Häschen und ab geht's. So, Kinder, wir sind da im Streichelzoo. Jetzt warten wir nur noch, bis hier jemand kommt, der uns rumführt. Hallöchen, Kinder. Ich bin Pfleger Finn Lipinski und ich zeige euch heute... Herr Pfleger Lipinski, Sir, können Sie vielleicht dieses süße kleine Häschen aufnehmen? Es hat sonst kein Zuhause. Bitte, bitte, bitte. Ja, natürlich. Ich kann immer Nachwuchs gebrauchen für unsere Tierfamilie. Pass mal auf, ich hab da eine Idee. Da ihr für den Zuwachs in unserem Streichelzoo gesorgt habt, dürft ihr ein paar Tieren Namen geben. Was haltet ihr davon? Ja! Oh, süß. Schaut euch mal dieses kleine Meerschweinchen da an. Ich nenne das Agatha Ilien. Schau mal da. Das ist eine Schafsmutti mit ihren Lämmchen. Ich nenne das Schaf Raven Freemaker. Na gut, dann nenne ich das Lämmchen Playmobil Love. Schau mal da. Die Hasen dort könnten Zwillinge sein. Ich nenne sie Pia Röhrig und Toni Röhrig. Bis bald. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ich werde dich besuchen kommen. Das habt ihr toll gemacht, Kinder. Jetzt hat jeder in unserer kleinen Streichelzoo-Familie einen Namen. Wenn ihr keine Geschichte vom Pandido mehr verpassen wollt, dann abonniert links oben. Einfach auf das runde Logo klicken. Wollt ihr direkt weiterschauen, klickt auf eins der beiden Videos rechts im Bild. Na dann, bis später.